Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde ETS 2 im Multiplayer. Part 3 von der Hölle der EU2. Hört sich immer cool an. Egal. Mit dabei natürlich unser guter Tommy, der Chester, der Blood Dragon, der Uwe100, der Pascal und meine Wenigkeit. Und egal was ihr da seht, also die Hölle EU2 ist richtig ausgesagt. Egal. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann. Oh, mittlerweile habe ich einen V8-Motor drunter mit 500 PS. Das wird zu schnell sein. Was soll denn das hier heißen, ja? Ich bin doch da, mein Guter. Achso. Ich tue hier die ganze Zeit auf dem anderen TS mitzappeln. Achso. Ja. Ja. Und hast du schon wieder dein Set komplett mittlerweile, oder? Mein Set habe ich schon lange komplett, schon seit gestern, wo wir zusammengerannt sind. Das ist jetzt gerade geruckelt. Achso. Warum habe ich bei dir auch geruckelt? Noch vier negativ. Aber das ist hier, weil die Leute da kommen. Geht gar nicht. Ich habe das Problem nicht. Ich mach gerade hier mit jemandem. Bei mir läuft es flüssig. Ja, bei mir war es noch ganz kurz. Bamba? Na? Okay. Jetzt haben wir ihn noch drehen. Ah, es ist doch nicht los. Na? Ein Bild von und Götter. Sieht hier, wir haben jetzt hier 45 Griff. Leute, kommt mal nicht. Ach nee, das ist ja nicht schlecht. Ja. Ja, und er zieht. Natürlich ich ja schon fast gleich mich mal nebeneinander stellen und er zieht uns hier durch die Portale. Dings machen. Achso, okay. Da unten, ist, da unten ist Kuschelkurs. Ja eben, hab ich ja gesagt, was und da unten los. Will mit mir nur morgen mal in Ruhe. Ja, da hast du noch Zeit. Nö. Wie viel fährst du jetzt nach 140? Ist doch kein Keine Problem. Ahnung, ich müsste auf digital umschalten. Pass vor dir auf. Ja, ich sehe es. Ist gar nicht so einfach, auf 2TS zu lauschen. Ja, ne? Das glaube ich dir. Bei dem 1TS läuft der Livestream und wird nebenbei sogar noch das Video aufgenommen. Bist du gerade voll mit dabei? Genau. Ja, ist mir egal. Nämlich bei mir und beim Song. Wir schaffen es nicht aneinander vorbei, gell? Hey, Forever, schönen guten Abend. Grüß dich. Ufer. Ach ja, Graubelf. Wahnsinn heute. Das ist so, dass ich nicht gerade... Wie heißt der denn? Ahmed. Wie sitzt denn bei dir morgen an? Was hast du nächste Woche Schicht? Früh. Tatsächlich, dann auch immer wegen Blocking. Dann bist du ja morgen Abend schon besetzt. Hast du gesehen, wie ich dran vorbeigekommen bin? Ja, aber ich mach das nicht. Ich also mir ist nichts passiert, ne? JJ denkt nur an unsere Nachtschicht, ne? Ja, ich weiß. Ich lasse einen kleinen Tropfen noch drin. Hier, und denkt dran, denkt dran, Jungs, ne? Also an alle, denkt dran. Das ist die Weihnachtsfeier, die ihr alle einfahrt. Also fahrt nicht so schnell wegen Blitzer, ne? Ihr habt keine 160 fahren, ne, Uwe? was? Wie? Oh Mann. Also Graubelf, ich bin nämlich nicht ich, der jetzt die Weihnachtsfahrer gefährdet, ne? Es ist mittlerweile schon genau derjenige, der eigentlich retten sollte. Ja, und ich natürlich. Du, ich rette sie schon. Keine Angst! Ach du Scheiße! Oh, das hört sich nicht gut aus. Der hat aber so weit ausgeholt, dass das gerade ziemlich knapp geworden ist. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ach du heilige Mutter Maria. Also, fahr lieber STV. Mach ich, aber nur mit 140. Mach ich auch gerade. Oh, Kurve! Wir fahren eigentlich nur so schnell, damit wir so schnell wie möglich an die Rand sind, damit wir wieder zusammenfahren können. Das ist sozusagen einfach eine Timelapse. Das ist gar nicht, ich fahre gar nicht so schnell, das ist einfach nur vorgespult. Achso, ja. Okay. Zeit vorgespult. Und warum steht da 160 auf dein Tacho? Das stimmt nicht 160. Beziehungsweise warum platzt bald dein Tacho an? Stimmt doch gar nicht. Also erstmals, auf Anschlag ist sie sowieso schon, weil der zeigt ja nur 125 an. Aber bei mir 130. Also wenn ich Tempomat einschalte, dann sagt mir mein Bordcomputer, dass gerade 157 war. Ja, ich dachte, ich komme noch auf den Radar. Ich hatte dich gar nicht mehr auf dem Radar. Nicht mehr? Ja, wo bleibst du? Was wird denn das, du? Ja, keine Ahnung. Also ich fahre jetzt die ganze Zeit wirklich 150, 158, 59. Ich fahre gerade 140 und habe hier schon Mühe, um die Kurven zu kommen. Ja, mit Lenkrad ist es was anderes. Alter. 160, 161. Ungefähr. 62. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ja. Du weißt ja, Chef, ich rette die Weihnachtsfeier.
Ja, ich weiß, du bist ja noch Sponsor, ich weiß schon. Hey, komm, ja, ist ja auch kein Problem. Hör mal, es geht um die Firma, dann sponsere ich das auch. Ist doch kein Problem, Mensch. Okay, werden wir so als Notnagel, werden wir das mal im Kinderkopf behalten. Jason, wenn du Kassel als kommst, ich bin am Hotel, wer? Was war das zum Ziel? Eine halbe Million. Eine halbe Mille, ne? Alle fünf zusammen. Hier, Pascal fällt ja raus, da er ja schon zu viel Geld hat. Selber. Also, er hat ja schon über 20 Millionen oder so. Wollen wir mal ein bisschen in die Einfahrt driften? Er wird ja abgezogen. Alter! Ja, dann hab ich nachher gar nichts mehr. Aber ist auch nicht schlimm. Ulla Nubel hat mir gerade den Weg abgezogen. Nein! Der Stand, den du hast, wird dann sozusagen durch das abgezogen, was du erfahren hast. So dass im Endeffekt diese Summe von dem, was du erfahren hast, übrig bleibt. Was war das jetzt? Noob! Hä? Komisch, die Logik hab ich nicht ganz verstanden. Oh, ich hoffe, dass ich was nach Posenland hab. Ah, wobei, ich hasse den Posenland-Fahrer, ist er schon längst da. Das kann passieren. Ja, Pascal, wo bist du? Weiter hinter euch, ich musste gerade zwei vor mir lassen, weil die auf der Autobahn kamen. Ich hab dich nicht mehr im Radar drin. Ja, ja, was und da musste ich abbremsen. Katowice? Und bist du langsamer fahren? So, Ryder, wie geht's dir eigentlich? Wie war dein Tag heute? Könnt ihr machen, ja. Oder ich kann auch mal, was ich sehr ungern mache, mal Gas geben. Ja, ich bin jetzt auf 60 runter. Erstmal wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer bei Heiko. Grüßt euch. Alle Zuschauer in meiner Aufnahme und Starlingsaufnahme. Grüßt euch. Ach ja, stimmt. Hier auch, ja. Ja, ich bin heute auch ein bisschen neben der Spur. Also heute ist echt nicht mein Tag. Ja, solche Tage gibt's eigentlich immer mal. Ja, gestern war bei mir einer. Ich fahr mal auf 90, dass ich ein bisschen näher an euch rankomme. Ja, ich seh dich schon. Jetzt bist du um den Block. Hab dich gerade in der Tabliste. Ja, ich wollte das Ding da. Ist 500 Meter weg. Es ist übrigens ein Jobcenter. Das hier? Nein, das hier ist ein Hotel. Das ist eine Arbeitsagentur. Nee, hinter dir. Was? Wo hinter mir? Ja, das Fragezeichen. Vielleicht ach so. Aber auch schon erkundet. Müssen wir eigentlich. Ach, was? Erkunden? Jetzt hab ich's ja schon. Also sagen wir so, der Tag hat gut angefangen. Es ist Mittag hoch perfekt. Da bin ich auch ein bisschen so ein bisschen durch ETS zugefahren. Und der Abend hin wurde dann ziemlich schwierig. Und das ist zum Schluss ganz schwierig. Oh, ich hab nur 5 Touren. Ja, aber sonst sind wir gesundheitlich alle in Ordnung. Wie, du willst also, mir was zeigen? Bleib einfach da stehen. Meine Family und so, also okay. Geht ganz komplett. Also gesundheitlich hoffe ich mal. Da denke ich mir schon, also okay. Irgendwie habe ich gerade Angst. Bist du mal Uwe Schalt für die Masse? Ja, ich will jetzt gerade driften, warte mal. Tommy, du wirst nicht erraten, wen ich gestern getroffen habe. Ah, jemanden von Sprung? Ja. Nämlich den guten Kenny. Kenny. Habe ich dir gleich angeschrieben, sag ich, ey, Kenny, mein Guter, sagt er, Mensch, Trucker, ja, und da haben wir ganz kurz geschrieben, und da habe ich zu ihm gesagt, sag ich, du, sag ich, die Pflicht ruft, sag ich, ich muss weiter, sagt er, yo, alles klar, lass die V8 fliegen, hat er gesagt. Ja, auch rechtete Weihnachten. Das Problem ist bei mir, ich habe auch nicht viel an Touren, ich glaube, ich hatte jetzt nur 3 Stück. Ich habe 5 Touren. Ich habe jetzt noch 2. Rotterdam, Straßburg, Dresden, Hannover und Kassel. Ja, ich habe nur Sheffield und Enns. Logistics. Weißt du, was ich glaube, ich mache? Ich glaube, ich setze meine Fly-Speed-Cam einfach mal ein bisschen höher und gucke den Blood Dragon dann richtig live zu. Dann fliege ich mit meiner Fly-Speed-Cam direkt neben ihm her. Ja, gut, Uwe. Du weißt schon, dass die Fly-Speed-Cam hier nur den Sichtradio von ungefähr 600 Meter hat. Ach nö. Och nö. Alles, was dann weiter wie 600 Meter von dir weg ist, siehst du nicht mehr. Och nö. Und fahr auf. Jetzt bin ich tatsächlich bis nach Dortmund gerast und. Kassel.
So, Uwe, da hast du uns wenigstens getroffen. Ja, ganz kurz, ja. Uwe? Ja? Jetzt ist mein Buch. Wie bitte? Mit Waffen umsonst. Das kenn ich schon, aber ETS auch raus. Also meiner war weder umsonst noch kostenlos. Was war denn da kostenlos? Also mein Waffen auf Ecke. Der war weder kostenlos noch umsonst, weil ich hab 1300 Euro Sprit bezahlt. Und eine Ladung hatte ich ja auch nicht drauf. Ach, sweet! Sweet. Und wie viel hast du für den Reparat was gegeben? Die 4%, glaube ich, waren das 1000 irgendwas Euro, glaube ich. Da hast du weniger ausgegeben als ich eben. Ich weiß es nicht, bei der Reparatur ich waren ja nur 4%, die ich gemacht habe, wo ich auf zwei Räder gefahren bin. Ist der Bloody, und da geht unser Geld dahin. Ah, das ist schon. Aber ich hab jetzt heute. Die Stripperin schrumpft mittlerweile. Nee. Pass mal auf, Freundchen. Leute, ich hab heute 24.000 verdient. Und habe die auch heute wieder ausgegeben. Wollte gerade sagen, also das hast du nicht gewonnen, genau. Ich wollte in der Werkstatt fahren, weil ich neue Teile freigeschaltet habe. Das muss einfach sein. Das Geld muss auch irgendwo investiert werden, oder? Heiko, kurze Zwischenfrage. Darf auf der Weihnachtsfeier auch geraucht werden? Weil du es bist, ja. Es gibt eine Raucherlounge, ja, aber... Ah, okay, aber da kommt dann aber die Stripperin nicht rein, weil wenn die dann da ist, dann gehe ich in der Zeit eine rauchen. Die Raucherlounge ist dann so ein nasses Zelt draußen in der Einfahrt. Nee, es wird schon trocken sein. Das ist doch in Ordnung, weil... Ja, wenn's Wetter trocken ist, dann immer vor die Tür, das kann man rauchen, ey. Genau. Wäre schön, wenn wir wieder ein Weihnachten mit Schnee hätten, oder? Das wäre eigentlich mal was. Überholt einer, Achtung! Ich glaube, der hat's eilig, Jungs, passt auf, der hat's richtig eilig, der hat mich fast geschnitten. Aber darauf können wir lange warten. Was ist, sorry? Ja, leider. Schon gesehen. Ja, weil ich was weggespeichert habe. Ich bin erstmal wieder da, aber wie gesagt, nur bis maximal 22, 10 ist maximal hier. Weil dann ist richtig Feierabend. Wenn ich zwischendrin meine Kleider mal runter wird. Du, Bloody, was machst du morgen? Morgen? Was ist denn bei dir? Was ist denn bei dir immer morgen? Ja, was machst du morgen? Morgen ist Sonntag, was machst du morgen? Also, früh ist erstmal hoffentlich gemütlich aufstehen, dann gemütlich mit meinen zwei Mädels frühstücken. Und dann rausgehen und wenn es wettermäßig passt, nach dem Mittagessen in Zoo. In Zoo wieder? Hm. Das ist cool. Da ist aber das Mittagessen davor vergessen. Und sonst, wenn wir dann morgen zu Hause sein sollten zum Mittag und meine Kleine dann Mittagsschlaf macht, bin ich ist vielleicht noch... Ist der dritte Mittag Falschfahrer? Wenn du mal fragst, was ich morgen Abend mache, ja, ist er. Das weiß ich noch nicht. Ja, also mit morgen meine ich allgemein morgen. Hast du das gesehen? Von morgen früh bis morgen noch nicht. Jetzt sehe ich gerade. Wir haben es voll geknutscht hier vorne. Aber du hast ja meine Frage schon beantwortet, also passt ja. No? Tja. Also wenn es dann morgen nur kurzfristig sagen würde. Tommy, wir fahren deinen berühmt-berüchtigten Kringel da hoch. Ja, Schweinekringel. Ja, ja. Wolltest du es nur nicht aussprechen? Was ist daran falsch? Ich hoffe, das Stream läuft zumindest ein wenig. Gar nichts, ich wollte nur die Ehre erweisen. Gut. Ach so. Ich hab nix geschirrt, scheiße ist hier an. Hier steht ein Mann auf der Fahrbahn. Und zwar der uns geholt hat. Was kann passieren, dass nächste Woche mal ein anderes Spiel auf dem Livestream kommt? Und was es denn genau sein wird, könnt ihr euch überraschen lassen. Gibt's wieder was Neues? Ja, ich will mal wieder rein. Ich will wieder mal wo reinschauen, ob es da ein Update gegeben hat. Cool. Also, was es da gegeben hat, Neues. Und mit nächste Woche meinst du welchen Tag? zwischen Dienstag und Freitag. Boah. Das bist schon. Ja, die frei. Um das kurz zu sagen. Du findest mich nicht auf Twitter. Auf Twitter ist mich ganz einfach zu finden. Gehst auf meinen YouTube-Kanal, gehst oben auf den Twitter-Kanal. Oder suchst einfach nach dem Bloodtracken 2105 und Bloodtracken ist B groß geschrieben. Wir werden wieder überholt. Ja. Dann wird er von denen, der da auf der Fahrplatz stand, war. Ja, genau. Die hat denselben Drachen drin, den ich auf meinen eigenen hatte.
Ja, der knutscht auch ganz schön die Leitplanke und Christian, der kommt gleich. Oh! Arschloch. Also für mich ist heute jetzt erstmal Ende Gelände mit ETS 2. Warum? Sind die Reven zu teuer geworden? Nein, ich habe keine Frachten für in die Richtung, wo ihr hinfahrt. Jetzt kommt ja auch noch rüber, ey, sag mal. Ja, ich bin schon da, wo ich jetzt bin. Also, ja, wenn er an der Leitplanke hängt. Du bist jetzt in Poznań, gell? Ich bin jetzt in Poznań, genau. Ja, siehst du, das Problem ist, ich bin ja wieder in Kassel. Ich bin ja 800 Kilometer mit 160, ne? Oh, ich muss das zurücksetzen, ne? Ja, wobei, 100% Schaden. Wobei, Odense wäre ja Richtung Kiel, ne? Na warte mal, du hast mal Fracht abladen, dann guck ich mal, wo ich noch eine Tour hin hätte. Ich bin schon lange fertig. Bin ja leer gefahren. Was bist du jetzt weg von uns? Weiß ich noch nicht. Hier fährt er noch wie so ein Irrer. Oh, keine Ahnung. Hat zu viel Geld, wenn er hier. Mit wem kommen wir raus? Der ist schon wieder da. Tommy. Ja, los. Ich hasse den Zweier. So, ich stelle einen Antrag, und daraus nicht mehr kommen wir rein. Sehr nice, sehr nice. Oh Gott. Ich muss ein kleiner annehmen. Wir haben 20 vor 10. Alles klar. So, ups. Warte mal, ich mute mich mal ganz kurz. Wollen wir auf zu Morgen nach vorne fahr vorbei? Jo. Das ist ein Konvoi, ey. Musst du nicht hoben. War ich jetzt ein Konvoi unterwegs? Ja, vor Tommy ist einer und vor, also vor Tommy und mir. Ja, vor Christian. Hast du das ja auch erlebt, ey. Ja, ja. Ich nenne diese komplette Folgenreihe das Chaos auf EO2. Das stimmt. Definitiv. Und ich stelle wiederum den Antrag, nicht mehr auf EO2 aufzunehmen, geschweige zu streamen. Naja, wenn der EU1 aber voll ist, kannst dann du das... Dann warte ich so lange, bis ich drin bin. Hm. Da muss ich allerdings dem, Starwing, genau, danke. Muss ich irgendwie recht geben. Da steht also ich hatte nämlich rum, vorhin eine wunderschöne Tour mit ihm zusammen und es war einfach göttlich. Hier vorne rechts steht auch einer. Ja, das... Wir sind schön gleichmäßig gefahren. Trau dem aber da nicht. Da bin ich ziemlich gut ans Ziel angekommen, es war echt super. Und du meinst, dass es auf dem Insel keine Chaoten gibt, so wie auf der 12. Deutlich weniger Chaoten. Wenn es Chaoten gibt, dann sind es aber nicht Chaoten, die mit 180 durch die Landstraße brettern. So wie das ich zum stimmt. Beispiel. Ja, du bist ja kein Chaoten. Da jetzt hier rüber? Nee, also immer wenn ich gesehen habe auf dem Radar, jemand kommt mir ziemlich nahe, dann habe ich schon langsamer gemacht. Ja, deswegen sage ich ja, Uwe, du bist ja kein Chaot. Also ich muss rein. Na gut, dann gucken wir mal. Ich seh's. So, jetzt bin ich aber auch irgendwie ziemlich fertig. Also, wie du gehört hast. Toll, ich muss hier rechts ab, scheiße. Achso, du musst ja woanders abgeben. Okay. Ja, ja, ich muss ja woanders abgeben. So, ja, das hab ich jetzt leider nicht bedacht. Ist ja nicht schlimm. Der Horror auf EU2, so nenne ich die Folge. Oder Folgenreihe. Dann hier sogar teilweise die Straße. Weil. Oh, ich bin schon dran vorbei. Und zwar kleiner Kummer bis jetzt. Warum eigentlich, was das Ganze mit dem Konvoi eigentlich ist? Stock ist. Das ist nur Chassis vor Frankfurt, oder? Ich weiß nicht, also. Du bist eigentlich auch nur in Massen von LKWs drin, ne? So. Jetzt hab ich das schon.
Dann machen wir, was der da im Chat schreibt. Ich verstehe kein Englisch. Oh, die haben ja echt einiges. Die haben ja echt, Ja, und ich glaube, ich bin gerade mitten in dem Konvoi drin Richtung Stokes. Oh Gott. Ja, ich bin mittendrin. Pascal, ich bin hinter dir. Hinter mir ist keiner. Nein, ich meine jetzt, vor mir sind sie. Vor mir ist der ganze Konvoi. Ich sag's ja nur. Nicht, dass du denkst, hinter dir ist auch noch einer von denen. Nee, alles gut. Da, Emily. Oh. Ja, deswegen stehen auch hier die rot-gelben LKWs da. Das sind Kreuzfahrzeuge. Ja, ich weiß ja. Sozusagen Security. Ja, genau. Blockieren die Einfahrt? Nein. Gut, weil da muss ich nämlich rein. Bei dir weiß ich es nicht. Bei mir definitiv nicht. Das ist nur wie es auf dem Bürgersteig bei den ganzen Kreuzungen stehen. Oh Gott, das ist hier ab. Wollen die alle hin? Oh, ich sehe schon, komm bei Stokes, da ist was los, du. Werkstatt, Raststätte, irgendwas, Hotel. Dies Konvoi ist, okay, das kann, ja, langsam, das muss doch auch mal einer lesen können. Eine, ja. Fahr raus. Aber können die mal nicht schreiben, dass die dann den 2er für Konvois nehmen und den 1er nur für normale Fahrten? Das wirst du nicht erleben. Boah, mir werden immer noch was für Erfahrungspunkte. Boah, ist hier ein Gepiepe, ey, Alter, das tut Bloody, du bist jetzt gerade an der Ampel vorbeigefahren, gell? Was? Bloody, du bist gerade an der Ampel vorbeigefahren, ne? Ja. Du fährst jetzt gerade in den Kreisverkehr rein. Ja. Gut, dann ist das Stream ziemlich, also 1:1 bei mir. Nicht schlecht. Ja. Ne, ich wollte vorne rein. Ja, selbst wo er, links. Warte mal, jetzt mach ich mal was Gornisch. Ne, hier mach ich mal was anderes. So, jetzt mach ich eigentlich was ich noch nie eigentlich ungern mache. Trick 77. Ah ja. Machen wir eigentlich nicht, ne? Das ist, So, ich wollte eigentlich hier auf die Raststätte. Muss allerdings sagen, wir hatten ja vorhin das Thema, jetzt, wie soll ich das sagen, so dass sich niemand angegriffen fühlt. Sag's einfach auf Deutsch, beschissene Fahrer in ETS 2, ja? Und da kam er ja auf das Thema mit denen, dass 80% irgendwie noch minderjährig sind und das Spiel spielen und so, ne? Ja. Vorhin hatte ich zum Beispiel auch eine Situation, ich stand rechts an der Straßenseite mit Warnblinklicht an, weil Chaser sich ja kurz festgefahren hatte. Und da wollte ich auf ihn warten und dann kam hinter mir ein schwarzer Scania und wollte mich rechts überholen. Und der hat mich dann angeschrieben und hat im Chat geschrieben, Idiot, weißt du, von wegen, ich wäre ein Idiot und so. Und dann habe ich ihm nur geschrieben, Overtake left und not right, weißt du, man überholt ja links und nicht rechts. Mhm. Daraufhin hat er nichts mehr gesagt und ist einfach weitergefahren. Tja, dazu muss ich nicht viel sagen. Ich verstehe sowas nicht. Wieso versucht man rechts zu überholen, wenn ich rechts an der Straßenseite stehe, weißt du? Mein Motorbrecher spielt Level 16. Ich mache ein Foto, Leute, das müsst ihr euch angucken. Ja, ich bin gleich da mit der Flat. Ey, das ist der absolute Hammer. Hör doch so schlecht. Gibt's mal ein Positives zu berichten heute, bitte? Also heute ist echt die Katze. Nicht schlecht, sondern die Mega an sich. Ja, ja. Hat nichts mit schlecht zu tun, Bloody. Bei Stockels war das, gell? Ja, ja. So, gut. Stell mal LKW mal hier auf der Bushaltestelle. Platz Nummer 3. Ja, Stockels kommt keiner rein. Keiner raus. Nee, da kommt keiner rein und keiner raus. Bloody, deine nächste Ladung sind Sandy. Ich stell da einfach. Ich glaub's auch bald. Guck mal, was ich gerne rein so habe. Warte jetzt. Warte mal. So, ich melde mich. Bin ich der Einzige, der gerade rumgeflogen ist? Nicht schlecht. Meine Topfracht ist nur in 50.000 nach Frankreich. Hallöchen.
Neue Dorf. Sind wieder da. Was kommt, Bauri? Genau, ja, auf die zweite Seite. Bin ich der Einzige, der jetzt schon wieder vom Server geflogen ist? Ich bin noch drauf. Ich auch. Okay, da ist schon noch geflogen. Fahren wir nach Duisburg. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten. Weil ich stehe in Kassel. Und dann könntest du schon mal die Richtung fahren. Weil ich glaube, du machst eh nicht mehr lang, hast du ja gesagt, oder? Nee, ich mach das Feierabend. Ich hab da auch noch mehr. Ich mach das auch Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Heute war's ein. Heute war's ein. Eigentlich so viel. Jo, schönen Abend noch, Roland. Danke fürs Zuschauen. Bis diese Woche zum nächsten Stream. Also, wie gesagt, die Hölle auf EU2. Ich entschuldige mich bei Sachen oder bei Situationen, die passiert sind hier, aber mich hat es einfach übermannt. Solltet ihr das vielleicht von mir negativ sehen, ist okay, wenn ihr mir da dann ein Dislike reindrückt. Ich kann es verstehen. Ich wünsche auf jeden Fall euch allen einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Jo, ciao.